So, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr seht schon, die Regale sind leer. Das darf nicht so bleiben. Wir haben neue Klamotten am Start. Kurze Story dazu, eigentlich sollen die heute angeliefert werden. Per Spedition, das klappt aber nicht. Das heißt, Finn und ich müssen uns jetzt gleich auf den Weg machen, um diese Klamotten irgendwo im Speditionslager in Hamburg abzuholen. Aber ist ja auch gar kein Problem, denn Finn ist auch schon richtig motiviert. Hast richtig Bock drauf, ne? Jetzt schon nach Hamburg fahren? Ich krieg einen Hass auf diese Spedition. Wir haben Donnerstag, die Sachen sollten Dienstag kommen. Jetzt sollten die Mittwoch kommen, jetzt sollten sie Freitag kommen. Freitag geht nicht, die müssen heute da sein. Wir fahren jetzt los. Top Sache. Sag bitte nichts über den allgemeinen Zustand. Ja, Junge, es ist ein bisschen unaufgeräumt. Nichts sind unaufgeräumt, Alter. Dieses braune Zeug ist keine Unordnung. Das ist Dreck. Ja, Junge, guck mal hinten. Aber egal. 56 Kartons, ne? Ja, wollen wir drüber reden? Wir haben auch keine Musik mehr, ne? Hey, unser Camper. Halt die Fresse. Camper. Mit Wohlfühlfaktor. Ah, scheiße, Digga. Digga, Kühlwasser leuchtet auch schon wieder. Es war gerade gefixt. Tank ist leer, Junge. Ich hab gar keinen Bock mehr. Soll jetzt mal obligatorisch wieder am Morgen über die Spritpreise aufregen, ne? Was kostet der Rost hier? 1,73? Ja, ist vorbei mit günstig tanken hier. Junge, das ist... Weil in deinen 60-Liter-Tank, da passt ja auch nichts rein. Ja, ihr tankt trotzdem jetzt nur für ein 20, ist klar, ne? Digga, wenn du jetzt ein 20 tankst und wir auf dem Rückweg wieder tanken, dann reiß ich dir sowas in den Kopf ab. Das war's wert! Ja, geil. Ah, es ist total überbelichtet. Scheiß drauf. Übel intelligent. Doch, es war nur überbelichtet. Cheffe, ich glaube, dein Auto fällt hier auseinander. Scheiße. Einmal in Halle 3, bitte. Einmal in Halle 3, alles klar. Wo ist Halle 3? Ist ja ein Abholer hier, ne? Das ist doch ein LKW. Ist doch quasi DPD-Lieferfahrzeug. Ich hätte aber gerne lieber so ein LKW hier. Ja, nee, wo ist? Boah, das sind doch mal wieder ein, zwei, ne? Boah, da sieht man schon hier. Geil. Solange die nicht ganz drauf sind, dann kriege ich richtig schlechte Laune. Tu mal so, als würdest du jetzt was tun. Ja, wir haben mal ein großes Auto, ne? Geil. Du machst das. Oh, da kommt noch mehr. Haben wir uns überlegt, dass beide Paletten da rein müssen? Das ja. Sieht... Digga, weißt du, wie viel das ist? Letztens hatten wir, glaube ich, drei Paletten, die wir hier abgeholt haben. Weil die Spedition es nicht geschissen bekommt, die zu uns nach Hause zu liefern. Perfekt. So. Erste Palette. Zweite Palette. Ja, easy, Digga. Das läuft. Räum auf da hinten. Der nach rechts, der muss halt nach. Jetzt. Oh, ey, der ist durch, oder? Ja, ist durch. Digga, das ist einfach 2 Meter Breite hier. Das ist nicht viel. Junge, aber das, der, also längs war der dran. Auch geil, dass warte, die Straße, warte, jetzt, dass jetzt die Straße extra auf 2 Meter nur begrenzt ist, damit keine LKWs durchfahren. Und der Betonmischerfahrer denkt sich einfach so, I don't care. Zack. Arbeit. Ja, jetzt füllt sich der Schuppen hier auch wieder, ne? Ja, richtig geil, Digga. Guck mal hier. Haben wir mal eben die Fotoecke rausgeschmissen, ne? Weil wir so professionell Fotos machen wollten. Ja, haben wir nie. Hier haben wir eigentlich mal Kennzeichenhalter gebaut. Das haben wir jetzt alles rausgeschmissen, damit wir hier Lager machen können. Wenn wir mal 10 Produktfotos machen, ab in den Shop. Ja, so der Plan. Läuft, oder? Wir sind. Dann sieht man auch automatisch, dass heute eigentlich Straight Donnerstag ist und jetzt auch direkt hier die Sachen online kamen. Alles on demand hier, wird alles so knapp getimt wie irgendwie nur möglich. Eingelagert ist das Ganze. Wir haben auch schon mal hier unsere Verpackungskisten komplett voll gemacht. Nochmal fix, schnelle Welle, ne? Hier unser mobiles Fotostudio. Nochmal kurz hier ein paar Pictures taken. So. So, jetzt ist der Idiotentrupp auch vereint, ne? Hallo. Boah, hallo. Boah. Junge, warst du pumpen? Nee, ja, ich habe ein paar Mal Liegestütze gemacht beim 100 Festival. Geil, stimmt. 100, aber auch ganz genau, ne? Ja. Kannst du mal ein paar kannst du mal IT-Sachen machen, ich hab keine Ahnung. Na klar, IT-Daddy ist da. Es sieht einfach auch schon aus, als der Mama uns beide gleich angezogen. Weiß nicht, wie du drauf kommst. Komm, Nick, wir packen jetzt ein paar Bestellungen für den Shop. Ja. Bisschen arbeiten auch heute noch. Mach ne? Mal. Nicht nur da am PC rumdrücken den ganzen Tag. Das ist Arbeit. Digga, eigentlich müssen wir jetzt, komm, stell mal kurz vor die Wand bitte und wir zeigen mal kurz die Klamotten jetzt. Aber was ja, wir schön. Überhaupt haben, wir haben das noch gar nicht erzählt. Leute, ja? Also ihr seht ja schon, Mami und Papi haben uns drei eingekleidet. Komm, ich zieh mal an. Zieh ihn erstmal an und dann... Und dann reden wir weiter. Ja, das sieht sexy aus. Zack. Yo, Digga. Also,
Was haben wir da? So wie ihr ihn kennt, in Schwarz hatten wir ihn ja schon. Dasselbe jetzt nochmal in Grau, ein bisschen schlichter. Hier nichts Rotes, sondern alles sehr hier schwarz gehalten. Ich finde das Detail einfach am geilsten, ne? Dieser Fahrzeugschein, oder? Ja. Das ist echt. Das ist einfach geil. Ja, ein bisschen veränderter Schnitt noch, bisschen mehr Oversize, so. Dreh ich mal kurz um. Und hier natürlich bildet. Shredded, do it again. Digga, mega geil. So, dieser Mann hier hat den wunderschönen Bordeaux-roten Hoodie. Mit dem Stick auf der Brust. Leichter Oversize-Fit, aber schöne Ärmellänge, auch ganz wichtig, ne? Muss man auch darauf achten. Kapuze nochmal leicht überarbeitet. Die ist nicht mehr so lang, ne? Ja, das ist die perfekte Länge so. Mega geil. Hier noch einen kleinen HWK-Stick. Ja, und ansonsten, wir haben endlich eine Jogginghose. Alter, noch mal kurz Junge, ich habe echt nur ranzige Jogginghosen immer gehabt. Und jetzt haben wir endlich Jogginghosen mit Reißverschluss, damit das Handy nicht immer rausfällt. Das ist erstens richtig geil. Dann hier schön den Wheelie-Kit, Schrift, Zug und noch als Stick ein HWK-Logo. Liebe Leute, wenn ihr uns ein bisschen supporten wollt, Bock auf ein paar geile Klamotten habt, schaut gerne mal in unserem Online-Shop vorbei. Und ich würde sagen, wir verpacken den ganzen Bums jetzt, ne? Jupp. So, meine lieben Freunde, sieht Arbeit bei Hamburg Wheelie Kids aus. TikTok. Ja, hängt nur rum. Willst du nicht mal was verpacken? Digga, ich habe hier schon 20 Pakete verpackt. Digga, das ist so ein Bluff, weißt du? Ihr habt gerade den Beweis gesehen, der Mann sitzt hier nur und drückt auf mein Handy rum. Ich habe hier hinter der Kamera alles hier, ne, gepackt und... Junge, was haben wir denn hier Schönes? Wie sehr sieht es eigentlich aus, wenn Mama uns zusammen mal gezogen hätte? Sieht irgendwie lustig aus, oder? Schon. Windbreaker, Grau, M. Geil. Da geht man hier hin. Geht in das M. Guckt, ob auch alles in Ordnung ist. Sieht gut aus. Geil. Komm, Zettel mit dazu schmeißen. Und jetzt tun wir einfach fürs Video so, es wäre immer mega groß. Ja! Und schmeißen einfach alles rein. Ja, aber komm, machen wir gar nicht komm, eigentlich. Machen aber wir hier kommt ja scheiß so drauf. Viel, Alter. Ja, ist egal. Der Typ, der das bestellt hat, der hat richtig Steck vergessen. Komm, lass doch irgendwas reinpacken. Einfach. Ja, welcher Name war das überhaupt? Ja, bitte. Wer hat denn gewonnen? Julian! Julian, wenn du das siehst, hat er sich das wahrscheinlich schon gefreut. Wobei, nee, das Video kommt ja bevor das Paket ankommt. Ja, Digga, ich will auch nichts mehr machen, also reicht doch jetzt, ne? Jo. Zack. Reicht doch wieder, ne? Schön. Wir sind ja auch immer noch bei Hamburg Wheelie Kids und nicht bei der Tagesschau. Aufgaben, du. Hier steht hier irgendwas drauf, was ja, schwierig sein kann? Nee, ich glaube nicht. Oh, hier, kleiner Leak. Hm? Ich finde auch geil, dass Felgen falsch geschrieben sind. Belegen. Wie kann man denn? Geil, Digga, nice. Alter, ne. Also man denkt ja immer, es ist alles Spielspaß und Freude bei uns, aber wir arbeiten tatsächlich auch ab und zu. Ja, wo ist mein Bier eigentlich? Janik und ich haben einen tagkräftiger Eigenregie im Livestream bei mir. Kannst du mal hier mit dem Hammer raufhauen? Sollte ich hinkriegen, ja. Drin. Hältst du das mal fest? Ja, das gut. Kann ich. Wie der Papa mit der Taschenlampe, Digga. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Also ich bin nicht der Papa, aber ich bin der Sohn mit der Taschenlampe. Junge, wir können einfach bodenlos viele unserer Freunde vom Saufen hier unterbringen. Die vier Regale aufgebaut, damit wir hier die neuen Klamotten auch noch unterbringen konnten. Beste Geschichte an dem ganzen Tag war, dass Nick und ich tatsächlich im Baumarkt waren, um noch eine neue Arbeitsplatte zu kaufen für den Verpackungstisch. Und man muss sich vorstellen, war ein Preisschild dran, 44,99 €. Wir denken uns, Junge, hier ja, sind solche Schnapper. Schnapper. Ist ja nur blöd, wenn man das, denke ich, zuschneiden lässt. Und der Typ dann am Ende sagt, 133 €, weil der Meter kostet 45 €. Und er meinte noch so, ja, da sind so Schramm drauf. Und wir dann so, ja, also kriegen wir da Rabatt drauf? Ja, ja, kann ich klären. Wir schon so, Schnapper. Ja, wir dachten halt 33 € und nicht 133. Ja. Ja, ja, Digga, komm, scheiß drauf. Komm. Oh, Junge, Junge, Junge. Das läuft doch, oder nicht? Boah, Digga, wenn man es in einer Stunde schaffen würde. Ja. Pass auf, wir haben gerade eine Bestellung gehabt, die hier 5 Minuten um die Ecke ist. Und wir haben jetzt überlegt, scheiß drauf, wir fahren jetzt hin und bringen die hin. Persönlich. Persönlich. In einer Stunde. Weil die hat genau vor 45 Minuten bestellt. Wir packen die Kram jetzt zusammen und dann fahren wir einfach hin. Ja, dann fahren wir da mal eben hin, wa? Und los. Schön. Das wollte ich schon immer mal machen. Ja, vor allem. Ich habe das früher als so 14-Jähriger immer bei Kollega und so gesehen. Die sind immer zu ihren Fans gefahren und haben dann so Auslieferdienstvideos gemacht. Vor allem Imagine halt vor einer Stunde. Ja. Das ist doch geiler. Ganz kurz. Da links. Ich bin übrigens Fahranfänger, ne? Also, wollte ich nochmal klarstellen. Die sind keine Holy Shit Handles. Stimmt. Paul. Ab in den Iveco. Fahren wir den Opa nicht platt?
das gibt auch einen Punkt. In der Probezeit. Achso, wollt ihr gleich nochmal Deo benutzen oder nicht? Das ist einfach ein Amica Audi. Und dann? Hier rechts. Oh, Digga, hier ist dieses Wochenende auch Party, Alter. Oh mein Gott, das habe ich ganz vercheckt. Hier habe ich euch manchmal fahren, sehen oder hören. Hier macht ihr manchmal so. Ah, ja, nee, wir mit der BMW waren wir hier. Stimmt. Irgendeiner von euch ist da hinten abgegangen in der Kurve. Und das war Finn. And the next trick is called the hospital flip. Why is he called a hospital flip? Damit einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Wir haben heute etwas Zeitstress. Es sind doch ein paar mehr Bestellungen geworden. Und wir wollen natürlich, dass jeder sein Paket pünktlich bekommt. Und um 12 kommt, glaube ich, DPD. Ja, Bruder, und es ist... In anderthalb Stunden? Zwei? Anderthalb Stunden. Ja, wir müssen noch mal ein bisschen was machen, ne? Freitagnachmittag, 15 Uhr, DPD ist da, holt den ganzen Kram ab. Mit Glück, einige Sachen vielleicht sogar morgen schon bei euch. Wer noch nichts geshoppt hat, jetzt kurz im Shop vorbeischauen. Ich hoffe, ihr habt das ein bisschen enjoyed, den Tag mit uns zu verbringen, ne? Wir haben ein bisschen Quatsch gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns Sonntag im nächsten Video mit Finns SXF. Tschüss. Ah, ungewohntes Gesicht. Ah, schön. Schöner Mann.